Ja, die Farbe Rot-Weiß in der Amateur-Tour ist eine Modefarbe. Denn nicht nur Österreich hat zugeschlagen, sondern auch unsere Schweizer eidgenössischen Gäste. Und sie zählt schon seit Jahren zu unseren Stammgästen, zu unseren gern gesehenen Stammgästen. Immer ein Lächeln auf den Lippen und hoch erfolgreich. Sabrina, ich glaube, deine Pferde haben sich an diesem Wochenende hervorragend präsentiert und sind ja mehrfach siegreich durch die Ziellinie gekommen. Ja, das ist wahr. Mein Raven, der hat immer ein bisschen Pech, hat immer ein bisschen einen Fehler. Aber Kulic hat sich hervorragend gezeigt. Er kämpft einfach die ganze Zeit. Das ist super. Jetzt bist du mit Sergio Hauser relativ viel auf internationalen Turnieren unterwegs, gerade auch im Einstern- und Amateurbereich. Was macht jetzt die Mephisto Amadeus Horse Indoor so interessant für dich? Es ist einfach eine super Veranstaltung, sie ist groß, super organisiert und man hat so Vielfältigkeit hier. Das ist eine sehr gute Veranstaltung. Ja, 2017 steht an, das wäre das 12. Mal, das Dutzend wird vollgemacht. Ist da auch die Sabrina Dimitar wieder mit dabei? Ich hoffe es natürlich. Ich hoffe, ich bekomme auch nächstes Jahr wieder eine Einladung und ich würde mich sehr freuen. Ich glaube, da werden wir im Hintergrund daran arbeiten können, damit das funktioniert. Und wünschen dir und deiner Familie, die via Livestream immer wieder mit dabei ist, wenn du an den Start gehst, ein wohlverdientes und friedliches Weihnachtsfest. Vielen Dank.